Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe von einem weisen Professor aus Berlin mal gehört, man sollte sich Zeolith ins Gesicht schmieren als Maske. Das habe ich auch meiner jüngsten Tochter gestern Abend gesagt. Sie hat das gemacht und hat ein unglaublich tolles Feeling erlebt. Viele Pickel waren danach wirklich viel trockener, fast weg. Und was da genau passiert ist, es geht anscheinend auch um Silizium, was in die Haut geführt wird. Das hat mir Professor Hecht mal erklärt im Zusammenhang mit dem Schönheitsideal von Cleopatra, die das auch schon gemacht hat. Schauen wir uns das nochmals an, was jetzt da genau passiert ist und auch was mit dem Bindegewebe passiert. Deshalb habe ich gefragt, dass der Professor Hecht aus Berlin uns doch nochmals das erklären möge und er ist hier. Hallo, lieber Herr Professor Hecht, herzlich willkommen. Danke. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Kurs 24 im Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin heute gebeten worden, zu Ihnen zu dem Thema zu sprechen, junges und sauberes Bindegewebe mit dem Silikat Naturzeolith. Das Bindegewebe verbindet alle Strukturen und Funktionen eines hochentwickelten Lebewesens und enthält dieses Bindegewebe, das größte Funktionsorgan des Menschen, die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix. Viele kennen das nicht und viele Ärzte auch nicht. Und deshalb möchte ich das ganz besonders erläutern, weil das im Zusammenhang mit den Wirkungen des Zeolith steht. Man kann den Wirkungsmechanismus von Naturzeolith nur verstehen, wenn man die Kenntnisse auch dieser Grundsubstanz der extrazellulären Matrix hat. Naturzeolith ist ein Silikat und Silikate sind stabile Silizium-Sauerstoff-Verbindungen, indem also auch andere Elemente wie Aluminium und Magnesium noch oder Eisen einbezogen sind. Das einfachste Silikat ist das Siliziumdioxid, auch als Kieselsäure bekannt. Aber auch Ton, Tonmineralien, Tonerden sind Silikate und die haben also immer eine große Rolle im Laufe der Geschichte bei der Schönheit der Frauen eine Rolle gespielt. Aber jetzt erstmal zur Grundsubstanz der extrazellulären Matrix. Sie ist ein unspezifisches Funktionssystem und ist dem spezifischen zellulären Substanzzellensystem vorgeschaltet. Also zum Beispiel der Leber, der Herzen, der Muskel und dergleichen mehr. Die extrazelluläre Matrix wird gesteuert von hormonellen System und vor allem von dem Nervensystem. Sie reguliert eigentlich die ganze Funktionsgleichgewicht unseres Körpers. Ohne diese extrazelluläre Matrix kann eigentlich nichts ablaufen. Die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix verfügt über ein Molekularsieb mit Zellverbänden. Und sie erstreckt sich zusammenhängend durch den ganzen Körper und verbindet Bindegewebe alle Organe miteinander. Es ist gleichzeitig auch das System der ganzheitlichen Grundregulation und die Elemente dieser Grundsubstanz der extrazellulären Matrix sind die Kapillaren des Blutes und der Lymphe, das sind die Bindegewebszellen und die Strukturen, das sind die vegetativen Nervenfasern, die Lymphwege und Neurotransmitter und das Siliziumdioxid, eben durch die Silikate den Körper geliefert
bewirkt, dass alles in der, im Bindegewebe, in der extrazellulären Matrix läuft. Hier habe ich Ihnen das Modell einmal nochmal dargestellt. Das ist die extrazelluläre Matrix. Oh, Seite hier verkehrt. Hier ist der Darm. Die Seite verkehrt. Genau, jetzt ist besser. Entschuldigung. Hier ist der Darm. Und vom Darm fließen die Lymphe herein oder das Blut und geht wieder heraus. Vom vegetativen Nervensystem wird die Nerval versorgt. Und hier ist das Molekularsieb. Und hier wird versorgt und entsorgt. Das ist also das Grundprinzip. Ich will hier noch einmal, kurz zeigen, wie das in der Natur aussieht. Das ist der Verdauungstrakt. Und unter der Verdauung, unter der Schleimhaut des Verdauungstraktes befindet sich also diese Bindegewebe mit der extrazellulären Matrix. Und das erstreckt sich über 400 Quadratmeter. Das respiratorische System, also das Atmensystem, hat etwa 80 Quadratmeter und unter der Haut sind 3 Quadratmeter an diesem Bindegewebe und an dieser extrazellulären Matrix. Ich will Ihnen hier mal eine Vergrößerung elektronenmikroskopisch zeigen. Das ist zum Beispiel eine Kapillare und hier haben Sie einen roten Blutkörperchen. Hier sind die Nerven, die hier enden. Und hier sind die Lymphen und hier ist das Molekularsieb, in dem also bewirkt wird, was in die Zelle kommt oder nicht hereinkommt. Ich will Ihnen das alles noch einmal an einer Struktur Schema zeigen. Wenn das unser die ganze System wird reguliert durch unser Gehirn. Wir haben also das neurohormonelle System, das neuroimmunale System und das vegetative Nervensystem. Das vegetative Nervensystem hat 2 Nervensysteme. Das ist also der Sympathikus, das ist der Aktivator, das ist auch der Stressnerv. Und der Parasympathikus ist der Bremser, der Ruhe im Körper schafft, der die Relaxation bewirkt. Und alles wirkt dann auf diese extrazelluläre Matrix und dann weiter auf die Körperzellen. Also es besteht eine Verbindung von Gehirn über das hormonelle und Immunsystem bis hinein in die extrazelluläre Matrix und in die Zellen. Deshalb ist es wichtig, dass man zum Beispiel auch heute die Psychoimmunologie und die Neuropsychoimmunologie mit beachtet, wenn man also die Corona-Seuche verbannen möchte. Im Grunde genommen geht jeder Stress bis in die extrazelluläre Matrix und dort in die Zellen. Und das muss man also wichtig, weil dort werden die Stresshormone ausgeschüttet und es entstehen Entzündungen und aufgrund dessen auch dann die entsprechenden Erkrankungen. Ich will das hier noch einmal sagen, zum Beispiel Gifte, Strahlungen, auch Medikamente, alles bewirkt eine Überproduktion an Entzündungsstoffen, die dann also zur Krankheit, zur Störung führen, zum Schmerzen, zur Erschöpfung und schließlich dann zu vielen Krankheiten. Das muss man berücksichtigen. Also über unser Nervensystem geht alles bis in diese extrazelluläre Matrix. Und dort hat entschieden, was also geschieht. Und wir müssen sie also in bestimmter Weise schützen. So, was sind die Funktionen der extrazellulären Matrix? Also sie sichert das ganze Regulationsgleichgewicht.
Sie hat die Molekularsiebfunktion, die also reguliert, was in die Zellen geht und was aus den Zellen herauskommt. Sie reguliert die Ionenaustauschfunktion. Sie katalysiert Verdauungsprozesse. Sie hat bewirkt die Adsorption, also die Bindung von Giften und Schadstoffen. Sie hat eine bestimmte Rhythmus-Taktierung, also das läuft alles dort in bestimmten Frequenzen auf. Die Frequenzen unseres Körpers sind gewöhnlich 10 Hertz. So laufen eigentlich alle unsere Zellen, kommunizieren in dieser Frequenz. Weiter findet hier die Proteinsynthese statt. Und auch die kolloidale Regulation. Und die Eigenschaften der extrazellulären Matrix sind fast die gleichen wie die Wirkeigenschaften des Siliziumdioxids. So dass wir sagen können, das Siliziumdioxid, was ja also zum Beispiel durch Naturzellulit freigesetzt wird, ist das dominierende Element der extrazellulären Matrix und des Bindegewebes. Bewirkt wird darf in der... Darf ich kurz fragen? Dieses Silizium, das könnte ich jetzt in kolloidaler Form ins Gesicht schmieren, zum Beispiel? Ja, auch. Mhm. Die Grundregulation der extrazellulären Matrix sind folgende. Sauerstoff, Wechsel, Elektrolytstoffwechsel, elektrophysiologische Potenziale durch die Elektrolyte, der Wasserhaushalt wird reguliert, die Hydration des Gewebes, dass unser Gewebe straff ist, der Säure-Basen-Gleichgewicht wird damit hergestellt, damit also die pH-Regulation, was sehr wichtig ist. Und was ganz wichtig ist, in den Bindegewebe, in der extrazellulären Matrix, ist das unspezifische Immunsystem, was also 70% des gesamten Immunsystems beträgt. Auch die Thermoregulation findet statt und Heilung und Wachstum. Die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix hat also eine Molekularsiebfunktion, die also reguliert, was in die Zelle reingeht und was nicht. Das Molekularsieb ist faktisch ein Schutzschild gegen Gifte. Sobald also die extrazelluläre Matrix zum Beispiel vergiftet ist, wird auch das Molekularsieb durchbrochen und auf diese Art und Weise kann dann zum Beispiel auch Krebs entstehen. Die extrazelluläre Matrix erstreckt sich über den ganzen Körper. Das muss man wissen. Da gibt es keine Unterschiede. Und zum Beispiel, wenn man sagt, Amalgam oder Zahngeschwüre rufen Rheuma hervor oder andere Stoffe, so ist das, hängt das mit der extrazellulären Matrix zusammen. Die Bakterien, die zum Beispiel bei einem Zahngeschmier oder einer vereiterten Zahnwurzel oder überhaupt einer entzündeten Zahnwurzel oder durch Amalgam, das geht in die extrazelluläre Matrix und kann in den ganzen Körper gehen und kann hier dann zu entsprechenden Schmerzen und zu Veränderungen führen. Umgekehrt kann es so sein, wenn ich zum Beispiel einen Stoff nehme und das transdermal appliziere, wie zum Beispiel das Magnesiumchlorid-Spray, wenn ich das auf den Körper spritze, ist es ganz gleich, wo ich das hinspritze. Es ist zwar dort, wo ich vielleicht Schmerzen habe, aber das geht bald durch den ganzen Körper in der extrazellulären Matrix. Und somit ist das ein ganz zusammenhängendes System und nicht nur alles ist lokalisiert, sondern das hängt zusammen und das muss man also auch sehen. So, warte mal. Dann habe ich davon gesprochen, dass die
dass das die kolloidale Phase, dass alles erst kolloid abläuft. Was ist Kolloid? Kolloid ist ein Flüssigkeitszustand mit kleinen energetisch-elektrischen negativ und positiv geladenen Ionen oder Atomen. Und dass die kolloidale Lösung hat gewöhnlich Teilchen von 1 bis 100 Nanometer. Das sind aber alles Ionen oder Atome. Und diese Teilchen stehen durch ihre Ladungen untereinander in Verbindung. Und die kolloidale Lösung, alle unsere Körperprozesse laufen als solche ab, schaffen ein Spannungsverhältnis und somit entziehen sie sich der Gravitation. Wenn wir unser Blutsystem der Gravitation unterlegen würden, würde das immer nach unten gehen. Dann würden wir keinen Venenrückfluss haben. Die Lymphe würde sich überhaupt nicht bewegen, wenn das nicht kolloidal wäre. Und so sind eigentlich alle die Lymphe, das Blut, der Speichel, die Verdauungssäfte, der Urin, das Spermium, Tränen, alles sind kolloidal und nur so kann unser Körper existieren. Aber nicht nur der Körper, unsere Lebenswesen. Die Bäume könnten nicht, wenn sie ziehen, dass die Flüssigkeit kolloidal nach oben, damit sie also versorgt werden und die Blätter. Also die Natur ist kolloidal und in vielen Gewässern findet man also diesen kolloidalen Zustand. Und dort vor allen Dingen, wo viel Ton, wo viel Lehm ist, die Flüssigkeit immer kolloidal. Der Nobelpreisträger, der russische Nobelpreisträger Metchnikow, der von 1845 bis 1916 lebte, hat postuliert, man ist so alt wie sein Bindegewebe. Und das Bindegewebe wird also durch das Silizium bestimmt. Das Silizium, das Bindegewebe, ist straffende Haut, glänzende Haare und glatte Fingernägel. Und des Weiteren ist bekannt, dass das Siliziummolekül Strukturaufbau über die Proteinsynthese bewirken kann und unsere Gewebeerneuerung stimulieren kann, sodass wir also auch das Gewebe verjüngen können. Das hat als erste die amerikanische Siliziumforscherin Edith Murrell Kaleisle 1986 nachgewiesen. Und wenn wir genügend Silizium haben, ist das Bindegewebe und die Haut straff. Das Baby hat das meiste Silizium. Und mit zunehmendem Alter nimmt das Silizium ab, wenn man nicht zunimmt oder wenn man. Und dann entsteht eine solche Haut. Das Siliziumdioxid wird als Mineral des Bindewebes auch bezeichnet. Es übt also eine regulierende Funktion aus. Und deshalb ist es notwendig, dass wir also immer kolloidales Silizium im Körper haben. Wenn Silizium fehlt, dann funktioniert die extrazelluläre Matrix nicht oder sie funktioniert nicht, wenn sie verschmutzt ist. Rudolf Virchow, dessen 200. Geburtstag wir dieses Jahr gefeiert haben, hat gesagt, Krebs entsteht im Bindegewebe, also in dieser extrazellulären Matrix. Er hat da das angeführt, also nicht in der Zelle, sondern in der extrazellulären Matrix im Bindegewebe. Und eine saubere Grundsubstanz der extrazellulären Matrix ist eigentlich die Grundlage für eine Gesundheit. Und die Experten haben für die extrazelluläre Matrix
symbolisch verglichen mit einem Deich, der klar ist, hier sind die Organe, hier fließt sauberes Blut herein, also ist alles in Ordnung und hier kann alles gut ablaufen, so wie ich das bisher dargelegt habe. Nun ist aber der Mensch leider heute verseucht mit vielen, vielen Faktoren. Und das alles läuft in die extrazelluläre Matrix. Das ist der psychologische Stress, der Elektrostress, der oxidative Stress, der Lärmstress, Schlafmangel, Bewegungsmangel, das Burnout-Syndrom, Klima und Wetter, Medikamente, Mineralmangel, Dysmineralose, Infektionen, Chemikalien aus Luft, Wasser und Nahrung, Alkohol, Rauchen, Immunschwäche, Krankheitssymptome, alles das kommt in die extrazelluläre Matrix und dann symbolisch sieht die dann so aus. Also wenn wir das also nochmal vergleichen, sehen Sie, dass so verschmutzt ist dann die extrazelluläre Matrix bei vielen Menschen. Und deshalb muss sie sauber gehalten werden. Und das ist der Meister der Entgiftung, der Zeolith. Wir müssen den Zeolith nehmen, ihn einnehmen als Suspension. Und dann können wir unsere extrazelluläre Matrix sauber halten. Aber es gibt auch das ultrakolloidale Silizium, was das Gleiche bewirkt, wird von der Firma Leberquell zum Beispiel hergestellt. Und wenn wir Zeolith genommen haben und oder dieses kolloidale Silizium, dann ist die extrazelluläre Matrix wieder in Ordnung und dann funktioniert alles und man ist also gesund und auch das Immunsystem wird dadurch gestärkt. Ja, und wer dann sich vor allen Dingen einnimmt und seine Haut pflegt mit Silikaten, zum Beispiel mit Ton oder mit Zeolith, wird solche schöne Haut haben wie die Nofretete, die immer mit Ton ihre ganze Haut gepflegt hat. Das ist also verbrieft. Und die moderne Frau macht natürlich Gesichtsmasken aus Zeolith und kriegt dadurch eine wunderbare, saubere Haut. Wenn er dann noch Zeolith einnimmt, wenn sie noch Zeolith einnimmt oder auch kolloidales Silizium, ist das noch besser. Und ich wiederhole noch einmal, in der Jugend haben wir viel Silizium und dann haben wir ein gutes Bindegewebe und eine glatte Haut. Und wenn man älter wird, kann also das passieren. Aber das muss nicht sein, dass diese Damen runzelige Haut haben. Wenn sie Siliziumdioxid und Neozeolith nehmen, dann können sie glatte Haut nehmen. Hier sehen Sie zwei Herren, die sind 90 Jahre alt und haben ständig Zeolith eingenommen und schauen sie die glatte Haut an. Hier sehen Sie, wie man durch Naturzeolith und durch kolloidales Silizium seine Bindegewebe und somit seine Haut, den Haarwuchs und so weiter, das bei beiden Herren zu sehen, kann man also erreichen. Und das empfehle ich natürlich zur Nachahmung. Es ist also jedenfalls wissenschaftlich belegt, dass Silizium oder Silikate, darunter also auch das Naturzeolith, denn das biologische Altern verzögern oder hemmen kann, die Arteriosklerose verhindern kann, Faltenbildungen der Haut verändern kann, Verkalkungen der Aorta und so weiter hemmen kann. In der Antike wurde Silizium schon als Verjüngungssalz bezeichnet. Und
Deshalb sollte man sich immer Silikate zuführen, weil sie die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix, das größte regulierende Organfunktion unseres Körpers, immer in voller Funktion aufrechterhält. Das wünsche ich Ihnen allen. Und somit eine glatte Haut ohne Falten. Super. Herzlichen Dank, lieber Herr Professor Hecht. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist ein ganz günstiges Kosmetikum, kann ich heute auch sagen. Dieses Zeolith schnell ins Wasser einzureiben und eine Paste sich ins Gesicht zu geben, wunderbar. Und wenn wir damit auch den Silikathaushalt in unserem Körper natürlich erhöhen, dann sorgen wir natürlich einen von innen und von außen eigentlich langfristig einem schönen Aussehen entgegen. Aber insbesondere auch eine Gesundheit, denn die Entgiftung ist ja auch da, die Mineralienzufuhr ist da, der Ionenaustausch ist da, Säure-Basen-Haushalt wird ausgeglichen und. Ich habe so viele Vorträge und Vorlesungen schon von Professor Hecht gehört und Sie können diese gerne auch auf Kurs24 im YouTube-Kanal einfach immer wieder nachschauen. Zeolith scheint wirklich ein Mineral zu sein, für die als Medizin des 21. Jahrhunderts. Alles Gute wünsche ich Ihnen auf dem Weg, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.